Leute, der ist am Start und herzlich willkommen zu MotoGP 14. Heute machen wir weiter. Es geht nach Assen. Ja, es geht nach Assen. Wir sind in Assen. Stopp, wir sind schon in Assen. Am Assen Motorspeed. Nein, gar nicht, weil ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Kann ich nicht sagen. So, heute steht uns mal nicht der VDS-Truck gegenüber, sondern der MotoGP. Und, also, die werden wahrscheinlich so Merchandise-Gedönse mit haben, denke ich mal, ne? Was man so verteilen kann, den, also so kostenlos bekommt, wenn man halt durchs Paddock läuft. Und den LKW vom Safety Car haben wir hier direkt gegenüber von uns. Also wenn wir uns was nicht passt oder so, gehen wir uns direkt mal da drüben beschweren. Und noch einen zweiten Truck von unserem Team. Da wird wahrscheinlich mein Teamkollege drin sein. Wir kommen ja nicht nur mit einem Truck, ne? Also das ist ja klar. Wobei ich glaube, da steht ja Honda drauf, ne? Ich weiß nicht, ist das Team auch noch in der MotoGP unterwegs? Kann ich gar nicht sagen. So, hier gibt es nichts Neues. Wir schauen, ach, wir können ja mal schauen. Also, 5., 2., 7., 1, 1, 1, 3. Also, 1, 2, 3, 4, 5 mal Podest von 7 Rennen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein guter Schnitt. Wir gehen rüber ins Rennen. Also, wie ihr mitbekommen habt, fahren wir jetzt auch ohne Bremslinie und so weiter und so fort. Und ja, ich erwähne es nochmal, das Ganze wird im Voraus aufgenommen. Wir haben gerade Donnerstag den, ich glaube, es ist der 6., 7., irgendwie so, 8., 2014. Die Folge ist für Samstag 15 Uhr, also für heute 15 Uhr. Hallo. Wir haben 22 Uhr, lass es 8 sein, 22 Uhr 7, 22 Uhr 8. Ich bin kaputt wie Arsch. Ich möchte eigentlich liebstens ins Bett gehen, aber ich mache noch dieses Video hier für euch. So, wir machen erstmal wieder das Übersteuern weg. Also seht es mir ein bisschen nach, wenn ich so ab und zu mal ein bisschen und Ruhe ist, ne? Seht es mir nach. So, Moment. Haben wir das jetzt überhaupt gemacht? Stopp mal, wir müssen auf die Uhr schauen, dann werden wir es sehen. Weil normalerweise müssten ja dann schon Zeiten gefahren sein. Nein. Boah, Entschuldigung. Gesundheit, danke, ich weiß. Nein, wir müssen das nochmal machen. Irgendwie habe ich es überhaupt nicht hinbekommen. Aus den Kurven. Nein, nicht Tempo unpräzise, übersteuern, perfekt, mach weiter. So. Ah, das Menü buggt schon wieder. So, die Fahrzeugentwicklung. Ich glaube, ich habe gesagt beim letzten Mal, wir bleiben hier drauf. Jawohl, dann haben wir das Chassis jetzt zum Rennen schon auf Stufe 3. Sehr schön. So, wir gehen auf die Strecke. Wie gesagt, ich werde jetzt wieder selber rausfahren. Ich habe das in den letzten Folgen überhaupt vergessen. Also, ich habe die Challenge auf jeden Fall gewonnen. Ja, Lucien hat ja gesagt, Challenge, denk mal dran, dass du wieder selber rausfährst. Jo. Und das mache ich jetzt auch. So, ihr seht es. Mein Teamkollege müsste jetzt gleich hier an uns vorbeischießen irgendwo. Schauen wir mal. Ja, da war er gerade. Weg ist er. So, wir machen uns jetzt auch auf den Weg hier in die Qualifikation in Assen. Jawohl, legen uns hier sogar schon noch fast auf die Schnauze. Rechts steht ungültige Zeit. Das ist aber vollkommen normal, weil wir ja gerade aus der Box rauskommen. Da kann man auch schlecht eine Zeit fahren, ne, weil ist ja Logo. Die Zeiten können ja auch nicht gültig sein, denn man überfährt ja die Linie gar nicht, beziehungsweise der Transponder erkennt ja keine Zielüberfahrt, ja, die Transponder-Trans. Transponder, die man da drin hat, die erkennen dann auch keine Zieleinfahrt oder Überfahrt. Dann kann man auch schlechte Zeit fahren. Ich finde die Technik sowieso sehr interessant, wie das funktioniert, dass man wirklich, ja, wirklich auf das Tausendstel, auf das Zehntel, auf das Hundertstel genau sagen kann, wann ein Fahrer über die Linie ist. Man muss dazu sagen, über die Linie ist ja, weil die Zeit, die zählt ja, über die Linie gefahren ist jetzt nicht, sobald der Vorderreifen die Linie berührt. Ich glaube, das ist es nicht. Nämlich, die Zeit ist dann, irgendwo ist ein Transponder am Motorrad, beziehungsweise auch am Auto, ist ja ganz klar. Und sobald der halt diese, ich sag mal, wie so eine Lichtschranke jetzt, ganz simpel ausgedrückt, sobald der halt diese Grenze überstreitet, weiß er, oh, die Runde ist vorbei, Überlauf, ich muss eine Runde hochzählen zum einen. Ja, das ist ganz, ganz interessante Programmierung, denke ich mal. Ich muss eine Runde hochzählen und die aktuelle Zeit stoppen und die neue Runde starten und dann, ne, all sowas. Und noch berechnen den Abstand und noch dies und noch das. Also es ist schon sehr interessant. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie diese Teile funktionieren, also das kann ich euch wirklich nicht sagen. Das würde mich wirklich mal interessieren, ja, wenn einer das genau weiß. Aber ich meine, die arbeiten da mit einem Transponder. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Also ich meine,
Man arbeitet mit Transpondern an den Maschinen. Ansonsten weiß ich nicht, wie das Ganze funktioniert. Das muss ja irgendwie, jedes Fahrzeug muss ja irgendwie, oder Fahrzeug auch generell, jedes Motorrad, jedes Auto, alles, was halt Motorsport macht, muss ja ein eindeutig identifizierbares Teil haben. Also so ein Gerät, sage ich jetzt mal. Ganz simpel ausgedrückt für euch, ein Gerät. Ich sag da jetzt mal, eindeutig identifizierbares Teil zu für euch. Ja, 0,1 Sekunden Rückstand gerade mal so nebenbei. Aber ich habe mich jetzt gerade vertieft in diese Materie, in dieses Thema. Und ja, wie gesagt, da muss dann halt so ein Teil dran sein, was das dann genau auf den Punkt misst, was irgendwo zu finden sein muss. Das muss irgendwo ein Gegenstück geben, dann an der Startziellinie. Das ist irgendwo angebracht am Motorrad, am Fahrzeug, wie auch immer. 0,7 Sekunden Rückstand. Leute, was ist denn da los? So, hier können wir aber wieder aufholen, weil hier schlammt die KI komischerweise immer. Oh, Lütti, Vorsicht, gib Gas. Ich bin direkt hinter dir. Und jetzt gleich schauen wir mal, wo wir stehen. So, jetzt kommen wir hier vielleicht an der Schikane an ihm vorbei. Jawohl, das ist schon mal sehr gut. Ne, 38,7, die haben wir auch jedenfalls schon mal geschlagen. Um 0,266 Sekunden haben wir nochmal im sechsten Sektor. Im letzten Sektor was rausgeholt. Also ihr merkt auf jeden Fall, die Müdigkeit, die packt auf jeden Fall schon zu. Ich muss um 6:30 aufstehen. Boah, Leute, das war jetzt angenehm, dass ich die letzten 3 Tage mal nicht aufnehmen musste. Ich habe auch erst gedacht so, oh, das mit YouTube, das packst du gar nicht mehr. Du musst aufhören. So scheiße es auch ist, du musst aufhören. Aber nein, ich habe gedacht, Arschbacken zusammenkneifen. Ich pack das. So, 0,3 Sekunden sind wir jetzt nochmal schneller. In Sektor Nummer 1. So, jetzt nehmen wir hier diese schöne Kurvenkombination mit. Wunderbar erwischt. Oh, wenn nicht sogar perfekt, möchte ich mal sagen. Da muss ich mich gerade selber loben. Jawohl, 0,7 Sekunden Vorsprung. Jetzt nochmal auf meine schnellste Zeit. Und das ist schon sehr viel. 0,7 Sekunden. Das ist brutal. Also das ist wirklich brutal. So, jetzt gehen wir hier gleich mal an dem Kollegen irgendwo vorbei, wenn wir eine geeignete Stelle finden. So, jetzt kommen wir hier erstmal sehr, sehr schön raus. Schauen wir, 0,7 Sekunden immer noch Vorsprung auf die eigene Zeit. Das hat jetzt Zeit hier gekostet. Ich werde mal die Rückblende ziehen. Gucken. Oh, Mann. Ich würde da sehr gerne vorbei an dem Kollegen. Da muss ich aber außenrum vorbei. Da muss ich in einem oder mit einem perfekten Winkel aus der Kurve raus. Oder wir machen einfach so wunderbar. Einfach mal eben vorbeigeschoben. So, jetzt noch hier den Sektor durch. Sehr, sehr schön. Vorsichtig beim Anbremsen. Und jetzt geht's auf hier Richtung Schikane. Mal schauen, ob ich die jetzt ordentlich hinbekomme. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Sehr, sehr schön durchgekommen. 36. Oh, Wahnsinn. 1,37,0. 1,4 Sekunden langsamer noch. So, jetzt schauen wir mal, dass wir stehen bleiben. Zack. Nein. So, zurück zur Box. Wir schauen mal. Wir werden jetzt die Zeit auf jeden Fall vorspulen. Ich glaube aber, wir stehen sicher auf der Pole. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da irgendwie einer annähernd rankommt. 1,6 Sekunden Rückstand von Rabat. Ne, keine Chance. 1,6 Sekunden. Ich muss mal eben hier einen Schluck trinken. Ich mache gerade Werbung für ein tolles. Was für ein tolles Produkt, die Bitburger Fassbrause. Danke für dieses tolle Produkt. Ja. Nein, ganz im Ernst, das ist die geilste Fassbrause. So. Ach so. Eiskalt, richtig nice. So. Ja, was wollte ich sagen? Es geht weiter, genau. Wir machen weiter. Also, wir schauen jetzt mal auf die Ergebnisse. Im Rennen werde ich ein bisschen halblang machen. Also, ich habe gerade wirklich eine heftige Runde rausgehauen. 1,37,023. Die schnellste Runde. Die zweitschnellste Runde Rabat. 1,6 Sekunden dahinter. Also, eine 1,38,6 hast du nicht gesehen oder 1,38,7. Und Vinales ist da ganz weit hinten noch. Lüthi fast auch 2 Sekunden dahinter. Also diesmal ziemlich heftig. Vinales ist also auf der 3, Lüthi auf der 4 unterwegs. Wir auf der 1, Schrötter auf der 18. Der kann sich da unten auf jeden Fall irgendwie aus dem Keller nicht ganz rausholen. Gut, kann man jetzt nichts machen. Schade ist es trotzdem allemal. Ja, mei, das ist ja nun mal so. Was sollst du denn machen?
Einer hat ja auch mal geschrieben, irgendwann, als ich einen auf Schweizer gemacht habe, ich höre mich an wie aus der Ricola-Werbung. Ricola. So ungefähr, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, ich möchte direkt am Setup arbeiten, mal die Reifen eben wechseln, die harten. Boah, ich glaube, die späte Uhrzeit, die tut mir echt nicht gut. Ich laber richtig viel Scheiße. Leute, kann das sein, dass ich ein bisschen sehr viel Scheiße heute laber? In dieser Folge, ich weiß es nicht, kommt mir auf jeden Fall so vor. Ich möchte, ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt ist nicht jetzt negativ gemeint, ne, aber ich möchte echt fertig werden. So, ich möchte, warte, wie, ich kann das jetzt, ich kann das gar nicht. So, wir gehen jetzt auf zum Rennen. Oh, los geht's, ich bin gespannt. Also ich habe schon ein doofes Gefühl, dass es so endet wie in Mugello. Ich habe dieses doofe Gefühl, dass das endet wie in Mugello. Oh Mann, Leute, was ist los? Viel zu spät für eine Aufnahme. So, jetzt habe ich hier die Startaufstellung sogar verpennt. Wir stehen auf jeden Fall in Reihe 1, mein Teamkollege in Reihe 2, wieder auf der 4, wenn ich richtig gesehen habe. Wir gehen jetzt auf ins Rennen. Wir starten von der Pole, mein Teamkollege, da seht ihr dann direkt hinter mir. Das Rennen kann starten, die Fotografen machen noch die letzten Bilder. Vorm Rennstart, das Rennen ist unterwegs, wir kommen gut weg. Oh, ein bisschen geht das Vorderrad hoch, ihr habt es vielleicht gesehen. So, schauen wir jetzt mal, Kurve 1. Rabat, Vinales ziehen erstmal durch, aber ich kann auskontern. Sehr schön hier den Curb mitgenommen. In der letzten Saison hat es hier geregnet, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir noch ein Podium rausgeholt. Ich glaube, das war unser erstes Podium überhaupt. Ich meine, ja, ich kann mich nur ganz, ganz vage daran erinnern. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir in die Kommentare. So, und ich muss mir eigentlich noch eine Challenge des Tages ausdenken. Ja, Leute, was soll ich mir da Schönes ausdenken? Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß gerade wirklich keine Challenge. So, die Kollegen fahren hier ein bisschen langsamer. Oh, das war knapp. Das war knapp. So, eure Challenge des Tages. Nein, ich weiß gerade noch keine. Wir konzentrieren uns erstmal auf das Rennen. Die Challenge des Tages. Leute, was soll ich dazu noch sagen? Da muss man sich immer was Schönes ausdenken eigentlich, ne? So, ja, ich weiß die Challenge des Tages. Die Challenge des Tages. Schreibt mir in die Kommentare. Wenn ihr es wisst, war das letzte Saisonrennen hier in Assen im Regen? Oder war es ein Trockenrennen? Eure Antworten auf jeden Fall mal unten in die Kommentare gepackt. Das ist die Challenge des Tages. Jetzt müsst ihr so sagen, Challenge accepted oder so. Oh Mann, ich laber heute viel zu... Es ist einfach zu spät. Ich laber viel zu viel Scheiße. Und jetzt konzentriere ich mich wieder aufs Rennen. Es tut mir leid. Ich bin einfach nur richtig durch gerade. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Wir hängen uns jetzt erstmal rein. Hier an Vinales oder an. Wir hängen uns ran an Vinales und an Esteve Rabat. Wir schauen mal, mein Teamkollege. Oh, der ist sehr weit zurückgefallen. Der ist sehr, sehr weit zurückgefallen. Wir haben jetzt unser Datenpack erstmal erhalten. Rabat geht vorbei an Vinales. Wir gehen vorbei an allen beiden. Hat mich aber auch ordentlich verbremst jetzt. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir zurück auf die Strecke kommen. Beide sind wieder durch. Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, dass wir, ja, irgendwie eine Lücke finden und wieder vorbeigehen. Wir müssen einige Punkte aufholen auf Rabat. Ich glaube, wir hatten 16 oder 15 Punkte Rückstand auf den Kollegen, aber das werden wir noch hinkriegen. Das werden wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Jetzt hängen wir uns erstmal hier rein in den Windschatten von Maverick Vinales, dem ehemaligen Moto3-Fahrer. Wirklich ein guter Junge gewesen, aber jetzt ist er nun mal in der Moto2. So, jetzt versuchen wir mal. Ah, hier geht's noch nicht. Ich wollte gerade sagen, wir versuchen jetzt mal hier vorbeizugehen. Vielleicht können wir jetzt hier mal reinstechen. Gegen Rabat hat's, glaube ich, gereicht. Nein, doch, nein, doch, nein, hat's nicht. Scheiße. Schade, nein, doch, ja, nice. Ja, nice. So, wir versuchen uns jetzt mal hier reinzuhängen. Rabat gegen Vinales und gegen Dero. Was für ein schönes Dreiergespann hier schon wieder. So, jetzt hier schön mit Schwung raus. Darf man auch nicht zu schnell sein, sonst, ihr seht es, treibt man zu weit raus, weil das Hinterrad hier zum, ja, Übersteuern neigt. Ja, hier kommt man schnell mal zum Übersteuern. So, hier die KI leider, upsala. Leider sehr, sehr schwach. Die Kurve geht eigentlich voll. Die KI drosselt da immer ihr Tempo so ein bisschen. Das ist eigentlich schon sehr, sehr schade. Jetzt versuchen wir mal wieder einen Angriff zu setzen hier in der Schikane. Aber da ist keine Lücke, weil Rabat und Vinales hier noch am Fighten sind. Jetzt hängen wir uns in den Windschatten. Wir scheren schon mal aus. Jetzt sind wir hier im Dreierflug Richtung Kurve. Ich bremse wieder zu spät. Oh, das gibt es doch nicht. Und wieder zu spät gebremst und wieder gehen beide an mir vorbei. Wieder gehen beide an mir vorbei. Was für ein Fight. Mika Kaio jetzt mit der schnellsten Runde. Obwohl der hinter uns unterwegs ist. Jawohl, der kommt da schon angeflogen. Da kommt Mika Kaio angeflogen. Der kommt aus dem Nichts und möchte jetzt auf jeden Fall mal mitfahren. Jetzt habe ich hier eine Warnung bekommen.
weil ich abgekürzt habe. Ja, das habe ich selber festgestellt, das darf man auch nicht tun. 0,4 Sekunden Vorsprung auf Kallio, 0,5 Sekunden Rückstand auf Vinales, der da gerade vor mir ist. Der versucht aber natürlich an Rabat ranzukommen. Oh, jetzt komme ich hier aufs Gras. Da habe ich ein bisschen zu viel Gas gegeben. Zum Glück ist da nichts passiert. Und jetzt haben wir hier ein schönes Duell, aber momentan sieht es wirklich sehr, sehr ausgeglichen hier aus im Rennen in Assen. Ich bin ja mal gespannt, wer das hier gleich für sich entscheiden kann. Ich meine, wir haben noch genug zu fahren. Ja, noch 3 Runden. Das hört sich jetzt doof an, wenn man das so sagt. Noch genug zu fahren, wir haben noch 3 Runden. Aber ich meine, für unsere Rennlänge auf jeden Fall. Die MotoGP-Rennen werden später vielleicht länger mit Training und Qualifying getrennt in einer Folge. Also Training, Qualifying vielleicht in einer, upsala, in einer Folge. Mann, was ist denn da los? Und das Rennen in einer Folge dafür natürlich dann mit längeren Rennen, die dann insgesamt vielleicht eine Viertelstunde gehen oder so. So, und jetzt versuchen wir auf jeden Fall mal hier vorbeizugehen. An Vinales und an Rabat, aber das sieht momentan nicht gut aus. Kallio, ja, da haben wir eine schöne Lücke. Rabat jetzt mit der schnellsten Rennrunde, eine 1:39.2 war es, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Jetzt gucken wir mal. Jetzt kann ich hier vielleicht innen reinstechen. Nein, das reicht noch nicht. Aber jetzt hier vielleicht in der Rechtskurve. Und ich gehe vorbei an Rabat und an Vinales. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir das Ganze auch verteidigen. Jetzt geht es hier links rum. Das ist hier wie in einer Schnecke. So, und jetzt können wir früh ans Gas. Rabat aber auch. Rabat kontert mich aus. Tito, da seht ihr das auch übrigens auf seinem Arsch. So, und jetzt gucken wir mal. Wir sind schon wieder durch. Jetzt hier geht auf jeden Fall voll bei uns. So, wunderbar. Sehr, sehr schön. Wir kriegen das auf jeden Fall gebacken, wenn wir da mit Fullspeed durch diese Ecke gehen. Und jetzt können wir vielleicht uns absetzen. Wir sind schon 0,4 Sekunden vor den beiden. Und jetzt setzen wir uns hier ab. Jetzt setzen wir uns hier ab. Jetzt können wir vielleicht das Rennen mal wieder gewinnen nach dem 4. Platz, glaube ich, war es in Barcelona. Seht ihr, ich habe das schon vergessen, wo ich jetzt hintereinander weg aufnehme. Ja, das tut weh, Leute. Das tut weh, ich sag's euch. So, und wir versuchen natürlich, uns jetzt abzusetzen. Jetzt kommt Rabat wieder ein bisschen ran, aber wir sollten uns jetzt hier gerade hier an dieser Stelle easy absetzen. Ihr seht, wir können hier voll durch die KI. Warum auch immer, nimmt da richtig viel Tempo raus. Hier, schaut euch das an. Richtig große Lücke nach hinten. Jetzt geht's hier nochmal in die Schikane, dann geht's in die vorletzte Runde. Oh, das ist ganz, ganz schwer hier, wenn ich hier so weiterfahre. Dann werde ich, wenn ich ganz viel Pech habe, noch disqualifiziert, weil ich viel zu viel abkürze. Auf dem 5. Rang sind wir jetzt momentan und ach, in der 5. Runde sind wir momentan unterwegs. Leute, ihr merkt, ich bin total übermüdet. Aber egal, ich mach das hier. So, mein Teamkollege, nur auf der 6. Also Assen scheint ihm gar nicht mal so gut zu liegen. Lüthi nur auf der 6 unterwegs. Wer hätte das gedacht, dass der hier heute so weit hinten rumfahren wird? Hätte mich einer gefragt, was glaubst du? Wo kommt Lüthi ins Ziel? Dann hätte ich gesagt, ja, der schafft es aufs Podium. Weil er ist wieder eine gute Quali gefahren und das war immer ein ganz gutes Zeichen. Aber so wird das nichts, Lüthi, so wird das nichts. Sehr, sehr schade, dass er so weit hinten jetzt ist auf der 6. Ja, das ist schade, also wirklich. Er hat manchmal auch wirklich echt nicht die Motivation nach vorne, habe ich das Gefühl. Also, da fehlt so ein bisschen dieser Wille, wirklich nach vorne zu kommen. Dieses Riskieren, dass man auch mal wirklich auf die Kacke haut und sagt, ich fahre jetzt hier durch. Ich überhole dich jetzt. So wie ich das halt mache, ne? Ich bin halt so eher derjenige, der dann eher ein bisschen mehr Druck ausübt, um dann so früh und so hart wie möglich zu überholen, aber Lüthi irgendwie gar nicht so den Drang nach vorne, wie das immer in der Qualifikation wirkt. Jetzt haben wir schon ordentlich Vorsprung. Ich glaube, 2,4 Sekunden waren es, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Polster. Und das sollte auch noch mehr werden. Wenn da nichts passiert, dann sollte das auf jeden Fall mal reichen. Momentan sind wir sehr, sehr weit abgeschlagen von den anderen nach vorne hin gesehen. 1:38.3 ist meine schnellste Runde. Wir sind in der 6. von 6 Runden. Das Rennen ist gleich vorbei. Ich bin gleich fertig mit den Nerven. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. So, jetzt haben wir uns hier nochmal verbremst. Macht aber nichts, denn ja, wir sind sehr, sehr weit vorne. Meine Konzentration lässt auch wirklich so langsam nach. Ich bin wirklich im Arsch kaputt. So, jetzt nochmal hier schön raus beschleunigen. Richtung
der Gegengerade, nenne ich es jetzt mal, auch wenn das gar nicht so wirklich die Gegengerade ist, denn das ist nur nebenan, das ist nicht gegenüber. So, und jetzt hier dieser Rechtskind, der geht fast voll, da muss man aber aufpassen, wenn man hier diese Linkskurve noch perfekt erwischen möchte. Ich habe es jetzt auch nicht ideal getroffen, aber das sollte reichen, wir haben genug Vorsprung nach hinten. Wenn wir jetzt mal unten links drauf achten, 4,4 Sekunden. Es wird Zeit, dass wir endlich mal ein Top-Angebot aus der MotoGP bekommen. Allerdings müssen wir hier erstmal noch Weltmeister werden. Vorher geht da in der MotoGP bei uns erstmal gar nichts. Wie gesagt, es wäre schon sehr, sehr schön, wenn ein Werksteam sich bei mir melden würde, ne? Das wäre schon sehr schön. So, und übrigens ist mir eingefallen, irgendwo unter der vorletzten Folge, glaube ich, hat einer geschrieben, ich würde das Team meinen mit Aleix Espargaró, ich glaube, so wird es ausgesprochen, und Colin Edwards, nicht Cole. Cole war MotoGP. War NASCAR. Colin Edwards. So, jetzt gewinnen wir erstmal das Ding hier. Jawohl! Wieder ein Sieg. Sehr nice. Nein, ich meine nicht das Team mit Aleix Espargaró und Colin Edwards. Ich meine schon das Team mit Paul Espargaró und Bradley Smith. Genau, das Team meinte ich. Fände ich auch sehr interessant. Fände ich auch sehr interessant, weil das ist keine Werksmaschine, trotzdem ein gutes Team. Und damit würden wir auf jeden Fall auch gut zurechtkommen. Jetzt erstmal hier die Highlights. Schöne erste Kurve, da haben wir uns die Führung geholt. Da gehen die beiden aber fast schon wieder direkt an mir vorbei, weil ich da Lücke gelassen habe, weil ich mir nicht sicher war. Und dann habe ich mich schon gewundert, wo kommt denn dieser Cortese her? Ja, der so weit vorne, der hat sich auf jeden Fall vertan. Der gehört da nämlich gar nicht so weit vorne hin. Denn er ist eigentlich so gut wie nie so weit vorne. Da machen wir uns schon wieder auf den Angriff. Ja, da machen wir uns schon wieder die Attacke bereit. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir auf jeden Fall mal auf die Ergebnisse, meine Freunde. Wir gucken nach. Gar nicht wahr, falsche Taste. So, wir gewinnen das Rennen mit 5,3 Sekunden Vorsprung. Zweiter wird Vinales. Sehr schön. Rabat wird nur Dritter. Das ist auf jeden Fall gut. Das spielt uns in die Karten. Mika Kallio wird Vierter. Lüthi fährt noch vor auf die fünfte Position. Im Grunde kann man sagen, Schadensbegrenzung, denn er war deutlich weiterhin, ich glaube, Sechster. Und wird da schon ordentlich gefightet haben, auch mit Egerter und Salom. Da hat er sich auf jeden Fall durchgesetzt und ich hoffe für ihn, dass er sich in den nächsten Rennen noch weiter durchsetzen kann. So, jetzt haben wir nur noch 6 Punkte Rückstand auf Esteve Rabat und da bin ich gespannt, wann wir das knacken, wann wir die Führung übernehmen hier in der Weltmeisterschaftsrangliste. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal, oder? Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher. Das werden wir auf jeden Fall feiern und ich würde sagen, ja, wir gehen jetzt erstmal zurück zum Truck, legen die Füße hoch. Mein Teamkollege leider jetzt zu sehr abgeschlagen, der kann das auf jeden Fall abhaken. Das wird ganz, ganz schwer für ihn. Ich hoffe natürlich, dass er noch rankommt, aber in Sachen Top 3 oder Top 4 dürfte es auf jeden Fall schon schwer werden, denn er hat noch nicht mal die 100-Punkte-Marke geknackt. Und ich glaube, die ersten 4 oder die ersten 5, bin ich mir gerade gar nicht, ich glaube, die ersten 4 haben schon die 100-Punkte-Marke geknackt, sind schon bei 110 Punkten fast. Und da wird es nur ganz, ganz schwer für ihn, da nochmal ranzukommen. Ich hoffe natürlich für ihn, dass er das schaffen wird, aber versprechen kann ich nichts. Ich drücke ihm die Daumen und ja, so, wir schauen jetzt mal auf den Kalender. Ja, da sind wir jetzt am Sachsenring. Das Deutschlandrennen kommt am Sonntag, Freunde. Also morgen, bei mir ist gerade Freitag. Ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat, knallt den Daumen nach oben. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Ich gehe mich jetzt vergraben, ich bin müde, ich will schlafen. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Endcard und einen wunderschönen Tag. Immer schön, ne? Pedal to the metal, also Gas durchtreten. Bitte nicht von der Polizei entdecken lassen oder nicht anhalten lassen, wenn ihr schon Auto fahren könnt oder so. Dann solltet ihr da ganz vorsichtig sein, aber gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und würde sagen, viel Spaß in der Endcard.